sehr freundlich, dass ihr eingeschaltet habt zum Gipfeltreffen der deutschen Bundesländer. Vorbereitung und Training sind wichtigste Voraussetzungen für eine Bergexpedition. Deshalb heute die Generalprobe. Ich werde meinen ersten Berg besteigen. Und zwar den kleinsten, den Deutschland zu bieten hat. Den Halloberg in Schleswig-Holstein. Der liegt zwischen Bad Bramstedt und Bimühlen im Kreis Segeberg. 14 Meter Höhe müssen bewältigt werden. Nur gut, dass ich in den vergangenen 3 Folgen dieser Serie bereits alpine Erfahrungen sammeln konnte. Nämlich im tiefsten Punkt Deutschlands, der holsteinischen Schweiz und auf den Höhenlagen eines Deiches. Für einen Flachländer wie mich eine magische Herausforderung. Tief in den Wald, auf teils sandigem Untergrund und durch dichtes Unterholz führt der beschwerliche Pfad zum Gipfel. Als alpiner Neuling habe ich den leichtesten, aber den längsten Weg zum Halloberg gewählt. Er nutzt geschickt die Schwachstelle des Berges und nähert sich ihm in einem weiten Bogen von Südwesten her. Blöd nur, wenn man den Abzweig nach Osten verpasst und in die Teufelsschlucht gerät, um dann doch über die gefürchtete Nordostpassage aufsteigen zu müssen. Inmitten einer eiszeitlichen Urlandschaft schreite ich Meter für Meter voran. Der vermeintlich kleinste Berg Deutschlands lässt sich doch nicht so schnell bezwingen wie gedacht. Aber dann, ganz unverhofft, der Weg wendet sich gegen Westen. Das markante Bergmassiv des Halloberges wird sichtbar. Der Anstieg zum Gipfelplateau ist steil und unwegsam. Der schmale Grat ist wie aufgeschüttet mit einem sandigen Untergrund versehen. Dies ist der einzige Teil der Tour, bei dem äußerste Konzentration und Trittsicherheit erforderlich ist. Zu beiden Seiten stark abfallend, sollte hier keiner ins Rutschen kommen. Und dann wird's doch noch gefährlich. Ein unbedachter Schritt und ich löse eine Steinlawine aus. Gerade noch mal gut gegangen. Mir wird klar, dass eine passende Bergausrüstung unabdingbar ist. Dieser Gefahr von Leib und Leben werde ich mich nicht nochmal aussetzen. Deshalb bin ich froh, den Vorgipfel unbeschadet erreicht zu haben. Mein Herz schlägt Purzelbäume. Bis zum Hauptgipfel sind es noch so um die 30 Meter Fußmarsch. Aber erstmal den Ausblick genießen. Ja, ihr seht es schon, bis zu den Alpen kann man hier nicht gucken. Das Gipfelplateau ist von Bäumen umzingelt. Die Fernsicht ist daher etwas sehr eingeschränkt. Aber immerhin können wir einen Blick ins Tal werfen. Hier gibt es sogar einen Bergsee. Wahnsinn! Wahnsinn auch die Fragen aller Fragen. Was macht eigentlich ein Berg, egal ob groß oder klein, zu einem staatlich anerkannten Berg? Das Landungsvermessungsamt hat da ganz klare Richtlinien. Es muss einen erkennbaren, natürlichen Höhepunkt geben
und einen Namen. Alle diese Voraussetzungen erfüllt der Halluberg mit seinen 14 Höhenmetern, der ihn zum wahrscheinlich kleinsten Berg Deutschlands macht. So, jetzt wird es emotional. Das Ziel direkt vor Augen, der Hauptgipfel ist in wenigen Metern erklommen. Was für ein erhabener Moment. Generalprobe bestanden. Der Berg ist bezwungen. Hier nochmal der Hauptgipfel in seiner ganzen Pracht. So, das war's denn für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Im nächsten Film zeige ich euch dann die höchsten Gipfel der 16 Bundesländer. Beginnend mit dem kleinsten Berg im kleinsten Bundesland. Freut euch auf ein Gipfeltreffen in der Hansestadt Bremen.